noch eine E-Mail, während ich meinen Lippenstift nachziehe, gekonnt wackelig mit dem Popo und auch noch den Herren an der Baustelle einen schönen Moment zu schenken. Mein Parfüm sprühe ich über mich, während ich mein nettestes Lächeln aufsetze und die Firma betrete, während ich die Präsentation für mein Meeting vorbereite. Ja, zu meinem Text gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Er ist einfach ein bisschen hektisch. Und deswegen würde ich sagen, lege ich jetzt einfach mal los. Es ist morgen, ich schlage meine Augen auf, mein Blick fällt auf den Wecker, ding, 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 ding. Voll Entsetzen stelle ich fest, dass der Wecker nicht um 5.30 Uhr, sondern um 5.31 Uhr geklingelt hat. Ich bin spät dran. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit und Zeit kann ich mir nicht leisten. Blumen gießen, Hamster füttern, Bett machen, Zeit ist Geld. In meiner morgendlichen Routine liege ich genau 2 Minuten zurück. 2 Minuten, 120 Sekunden, 3 Minuten vor 5 Minuten, 2 Minuten. Zeit, wertvolle Zeit, Zeit, die ich nicht habe. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit und Zeit kann ich mir nicht leisten. Ich sehe meine Kollegin vor mir, perfekte Strahlen, weiße Zähne, sehr weiße Zähne, Zahnpasta, grinsen perfekt, sie ist perfekt. Sie ist so perfekt, wie ich sehr gerne sein würde. Perfekt, aber heute nicht. Sie wird nicht besser aussehen als ich. Nein, das wird sie nicht. Sie und ihre weißen Zähne, sie werden untergehen, ganz tief und noch tiefer heute nicht. Ich brauche Make-up, viel Make-up, Augen größer, Lippen voller Müdigkeit. Nicht da, nicht mehr, da verschwunden unter einer Maske, die mein Spiegelbild erträglich macht. Letzter Blick in den Spiegel, Haare glatt, Kleid eng, perfekt. Ich renne aus dem Haus. Heute ist ein wichtiges Meeting. So wichtig, dass ich meine Füße in High Heels quetsche, die circa 3 Nummern zu klein sind. Ich spüre, wie mein Fuß versucht, sich einen Weg aus dem viel zu engen Schuh zu bahnen. Es schmerzt so sehr, dass ich mir genau vorstellen kann, wie die blutigen Blasen an meinem Fuß keuchend nach Luft schnappen, die ich ihnen aber jetzt nicht geben werde und nicht geben kann. Sie werden weiter bluten, bis ich sie heute Abend befreie. Heute Abend ist noch so weit weg. Sie werden leiden, aber ich kann nicht daran denken. Keine Zeit, Zeit ist Geld. Genau wie mein Magen. Auch er wird leiden und vor sich hin winseln, bis er endlich was zu essen bekommt. Aber dieses Winseln habe ich gelernt zu ignorieren. Hunger habe ich nicht. Ich hatte noch nie Hunger und werde auch nie Hunger haben. Ich ernähre mich ausschließlich von Haarwaschmitteln und Make-up. Das reicht. Ich habe keinen Hunger und schon gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob ich Hunger haben könnte. Genau um 7.32 Uhr deutscher Zeit verlasse ich das Haus. Alles ist gut. Atmen, atmen, atmen und pusten und atmen und atmen. Zeit ist Geld, die Straße vor mir ist voll, die Autos werden immer langsamer, Stau, mein gesamter Zeitplan wird ausgebremst. Ich bremse auch, aber ich fahre so dicht auf das vordere Auto drauf, dass nicht mal ein Blatt dazwischen gepasst hätte. Auch kein schlankes Blatt, gar kein Blatt. Ich hupe und hupe nochmal, die anderen Autos hupen, weil ich hupe und ich hupe, weil sie jetzt hupen. Selbst wenn ich aufhören wollte zu hupen, ging es nicht. Schneller, ich muss schneller zur Arbeit. Meeting, Arbeit, schlecht gelaunter Chef, hupe. Apfel, wieso Apfel? Ich habe keinen Hunger. Großer Apfel, kleiner Apfel, gelber Apfel, grüner Apfel, lila Apfel, brauner Apfel, kleiner Apfel, süßer Apfel, bitterer Apfel, Mini-Apfel, geschnittener Apfel, frischer Apfel, roter Apfel. Ich habe keinen Hunger, Schokoriegel. Zeit ist Geld. Genau 3 Minuten und 41 Sekunden zu spät treffe ich auf der Arbeit ein. Ich höre mein Handy klingeln. Während ich ins Büro renne, telefoniere ich mit meiner Mutter. Über Skype benachrichtige ich meinen Chef, dass ich gleich da bin. Während ich über WhatsApp meinen Freund bestätige, dass Chinesisch als Abendessen voll okay ist. Mit dem Fuß tippe ich noch eine E-Mail, während ich meinen Lippenstift nachziehe. Gekonnt wackele ich mit dem Popo und auch noch den Herren an der Baustelle einen schönen Moment zu schenken. Mein Parfüm sprühe ich über mich, während ich mein nettestes Lächeln aufsetze und die Firma betrete. Während ich die Präsentation für mein Meeting vorbereite, wird mir schlecht. Hätte ich was gegessen, würde der Druck in meinem Bauch das Ganze wieder nach oben spülen. Wenn ich heute über nicht überzeuge, bin ich raus, aus die Maus. Einfach weg, weg vom Fenster verschwunden. Niemand wird sich an meinen Namen erinnern. Ich bin weg. Rausgeworfen, gefeuert, geschmissen. Kann mir die Radieschen von unten anschauen und den Fuchs gute Nacht sagen. Dann gibt es kein Zurück und auch keine zweite Chance. Dann ist alles vorbei. Vorbei, was nie angefangen hat und wahrscheinlich auch nie anfangen wird. Ich bin weg. Natürlich habe ich auch keine Zeit für mich. Also doch, hätte ich. Natürlich, natürlich. Ist das alles meine Schuld, alles meine Fehler. Alles, alles meine Fehler. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit und Zeit kann ich mir nicht leisten. Als Dank für meine Präsentation, für die ich 3 Tage und 3 Nächte gebraucht habe, Freunde vernachlässigte und hauste wie ein Vampir, bekam ich ein versuchtes Lächeln meines Chefs und einen tollen Stapel Akten, viele Akten. Schnell wie nie tippte ich die Buchstaben in den PC. Tipp, 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 kleine Buchstaben, große Buchstaben, schöne Buchstaben. Tipp, 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 ich liebe tippen. Tipp, 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 hässliche Buchstaben, geschwungene Buchstaben, Regenbogenbuchstaben. Ich fliege über die Tastatur. Ich kann tippen, ich bin die Beste im Tippen. Tipp, 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 tipp. Niemand tippt so gut wie ich Regenbogenbuchstaben. Ich halte den letzten Gang. Ich höre meinen Chef, ich höre das Handy. Ich höre das Tippen. Tipp, 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 tipp. Ich höre meinen Chef. Meine Finger schweben. Warum eigentlich Äpfel? Ich denke die ganze Zeit an Äpfel. Tipp, 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 tipp. Ich habe Feierabend, aber das macht nichts. Ich koche Kaffee, Kaffee für morgen, für übermorgen. Ich räume auf den Schreibtisch meines Chefs, den Schreibtisch der Angestellten. Gieße Blumen, große Blumen, Sträucher, Bäume, kleine Bäume, zerschreddere Papier und Pappe, räume auf, wasche Wäsche, Bügelwäsche, Gardinen, füttere das Krokodil. Ich räume auf, ich sehe ihn in den Kühlschrank. Nichts kann mich halten, nichts und niemand. Apfel, süßer roter Apfel. Ich schmiere mir Butter auf ein Brot, Fettbutter, leckere Butter, fettgehaltige Butter, egal, Butter, geile Butter, cremig nach Butter riechende Butter, Butter ohne Salz, einfach Butter, auch keine Margarine, einfach Butter. Ich habe auf mein Mini-Brot 1 Meter Butter geschmiert und stopfe mir die Butter mit Brot jetzt in den Mund. Ich falle über das Brot her. Ich will Butter. Ich liebe Butter. Kein Chinesisch und auch kein Apfelbutter. Tipp, 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 tipp. Ich tippe immer weiter. Ich liebe Tippen. Tipp, 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 tipp. Kalorien, viele Kalorien. Fett, Glätteisen. Tipp, 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 tipp. Mann, wieso Männer? Tipp, 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 tipp. Ich liebe Tippen. Tipp, 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 tipp. Ich tippe immer weiter. Tipp, 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 tipp. Tipp, tipp, tipp. Ich sehe ein helles Licht und rieche den Duft eines Krankenhauses. Ich tippe nicht. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit und Zeit hatte ich nicht. Dankeschön. Also, Patricia Schöner hat keine Zeit.
mir schlecht. Hätte ich was gegessen, würde der Druck in meinem Bauch das Ganze wieder nach oben spülen. Wenn ich heute über nicht überzeuge, bin ich raus, aus die Maus. Einfach weg, weg vom Fenster, verschwunden. Niemand wird sich an meinen Namen erinnern. Ich bin weg. Rausgeworfen, gefeuert, geschmissen. Kann mir die Radieschen von unten anschauen und den Fuchs gute Nacht sagen. Dann gibt es kein Zurück und auch keine zweite Chance. Dann ist alles vorbei, vorbei, was nie angefangen hat und wahrscheinlich auch nie anfangen wird. Ich bin weg. Natürlich habe ich auch keine Zeit für mich. Also doch, hätte ich. Natürlich, natürlich. Ist das alles meine Schuld, alles meine Fehler. Alles, alles meine Fehler. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit und Zeit kann ich mir nicht leisten. Als Dank für meine Präsentation, für die ich 3 Tage und 3 Nächte gebraucht habe, Freunde vernachlässigte und hauste wie ein Vampir, bekam ich ein versuchtes Lächeln meines Chefs und einen tollen Stapel Akten, viele Akten. Schnell wie nie tippte ich die Buchstaben in den PC. Tipp, 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 tipp. Kleine Buchstaben, große Buchstaben, schöne Buchstaben. Tipp, 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 tipp. Ich liebe tippen. Tipp, tipp, tipp. Hässliche Buchstaben, geschwungene Buchstaben, Regenbogenbuchstaben. Ich fliege über die Tastatur. Ich kann tippen. Ich bin die Beste im Tippen. Tipp, 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 tipp. Niemand tippt so gut wie ich Regenbogenbuchstaben. Ich halte den letzten Gang. Ich höre meinen Chef.